Die Wendelinskapelle, seit vielen Jahren der wichtigste Ort für zahlreiche Konzerte der Musikschule Butzbach. Eine der ältesten Fachwerkkapellen in Deutschland. Auch hier mussten in diesem Jahr wie an vielen Orten wegen Corona Konzerte abgesagt werden. Das traditionell zum Katharinenmarkt geplante Lehrerkonzert konnte allen Befürchtungen zum Trotz stattfinden, obwohl der Katharinenmarkt 2020 abgesagt worden war. Filmaufnahmen waren nicht verabredet. Ich hatte weder eine Kamera noch das Stativ mit, aber beeindruckt von der ganz besonderen Atmosphäre dieses Konzertes unter Corona-Bedingungen habe ich dann mein Handy gezückt und spontan einige Aufnahmen gemacht. So sehr wir uns bereits an maskierte Menschen gewöhnt haben, der Anblick maskierter Konzertbesucher sorgt automatisch für eine ungewohnte Atmosphäre. Ungewohnt auch der an sich Geistlichen vorbehaltene erhöhte Standort, von dem aus die Musikschulleiterin Marion Adloff Publikum und Künstler begrüßte. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich. Ich habe nicht umgesammelt, aber wir dachten, wir probieren das mal. Ich kann Abstand halten, ich kann laut sprechen und ich hoffe, dass Und noch eine Besonderheit. Während der gesamten Veranstaltung wurde der CO2-Gehalt der Luft gemessen. Hätte der eine bestimmte Höhe überstiegen, wäre das Konzert unterbrochen worden, um zusätzlich zu lüften. Der Wert blieb konstant. Marion Adloff konnte ungestört mit einem kurzen und eindrucksvollen Rückblick auf Besonderheiten des Jahres 1770 das Konzert zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens eröffnen. Den Anfang machten Wolfgang Heß und Maike Kunstreich mit Beethovens berühmter A-Dur-Sonate für Klavier und Violoncello. Leider gibt es von ihrer wunderschönen Darbietung keine Filmaufnahme, wohl aber einige Handyaufnahmen von den folgenden Stücken. Zuerst Ausschnitte der von Michel Lewis beeindruckend vorgetragenen Waldstein-Sonate für Klavier. Thank you.
Zum Abschluss ein weiterer musikalischer Leckerbissen, Beethovens sogenanntes Gassenhauer-Trio. Meisterhaft vorgetragen von den Schwestern Florentia und Lucia Falcioni, Violine und Violoncello, und am Flügel Sezen Karakas. Thank you.
Musik.